Doris. Hallo zusammen und willkommen bei uns im Garten-Gemüse-Kiosk. Wir haben einiges Neues. Na hüpf. Na nee. Wir haben einiges Neues an Saatgut da. Einiges, was wir letztes Jahr schon hatten, werden wir wieder anbauen. Manche Sachen eben nicht. Und ein paar andere Sachen haben wir auch noch in petto. Aber so ein paar Neuankömmlinge, die will ich euch heute mal eben vorstellen. Fangen wir mal an mit was Altbewährten. Wir haben da zum einen die Stangenbohne Blauhilde, also sind diese bläulichen Bohnen. Und dann werden wir noch wieder die Stangenbohne Feuerbohne, wir nennen sie auch Peterbohne, weil wir das Ursprungssaatgut mal von Peter bekommen haben. Dankeschön nochmal an der Stelle. Also die beiden Sorten werden wir nächstes Jahr wieder am Gerüst anbauen. Das hat sich echt bewährt und das werden wir wieder so machen. Dann haben wir noch Buschbohnen, die wir anbauen wollen. Und das ist die grüne, das ist die Sachser. Die funktioniert auch gut. Was uns noch fehlt, ist die blaue Buschbohne. Die hatten sie jetzt gerade nicht im Programm. Müssen wir nochmal schauen, wo wir die herbekommen. Und noch eine Bohne. Und zwar die dicke Bohne, also diese schönen dicken Puffbohnen oder Saubohnen, wo die so schöne Blüten haben, die so weiß sind und richtig schön, haben wir jetzt hier die Ratio. Kommen wir zu unseren Neubestellungen für den Kohl. Wir haben hier Blumenkohl, Odysseus, das ist eine frühe Sorte. Wir wollen ja möglichst unsere Erntezeit verlängern, also müssen wir auch die Anbauzeit verbreitern in früh und spät. Also Blumenkohl, Odysseus haben wir hier für die frühe Geschichte. Dann haben wir Blumenkohl Nauge. Über Kopf lesen ist nicht ganz so einfach. Ich glaube, Nauge, das ist für den späten Anbau. Dann haben wir Wirsing, auch ein Frühjahr, wie der Name von Vorbote schon klingen lässt. Und wir haben einen späten, den Winterfürst 2. Dann kommt noch dazu der Spitzkohl Erstling oder so ähnlich. Der ist für die Früh- und Spätanbau gedacht. Und wir haben dann noch den Kohlrabi Landro, heißt es glaube ich ja, ne? Landro, der ist auch für einen Allrounder gedacht. Also diese Früh- und Spätkulturgeschichte hat sich dieses Jahr, also 2015, also letztes Jahr, sehr gut bewährt. Und das wollen wir in 2016 auch wieder so machen. Was wir jetzt alles bei Bingenheimer bestellt haben und auch selber bezahlt haben, schreiben wir euch in die Infobox. Da wären jetzt noch Stangensellerie Taluta oder die Pastinake Aromata. Die hatten wir letztes Jahr auch schon, das lief gut. Und die Schwarzwurzel Hoffmanns Schwarze Pfahl. Bei Schwarzwurzeln ist es besonders wichtig, dass man immer frisches Saatgut hat, weil die Keimfähigkeit sehr schnell abnimmt. Deswegen bestellen wir die jedes Jahr neu. Und dann haben wir noch eine neue Möhre. Also wir haben noch anderes Möhrensaatgut. Wir haben noch anderes Möhrensaatgut. Und jetzt haben wir noch die Nantes oder so. Oder auch Milan-Möhre genannt dabei. Und was wir auch noch haben, ist die ehemals genannte rote Kugel, die hatten wir auch, die war gut. Die heißt jetzt aber Robuschka. Naja, wollen wir mal schauen. Kürbissaat haben wir auch neue bestellt, weil da haben wir immer die Schwierigkeit, dass es schnell passieren kann, dass sie sich untereinander kreuzen. Also haben wir hier neue Hokkaido-Saat bestellt und zwar Red Curry. Und ganz, ganz spannend wird es sein, wir haben Green Hokkaido bestellt, also quasi grüner Hokkaido. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie der wird. Aber auch hier hatten wir noch mehr Neugierde. Und einige sind so begeistert vom Muscat de Provence Kürbis. Das heißt, den müssen wir unbedingt auch ausprobieren. Und somit war der auch in unserer Bestellung dabei. Und dann wäre da noch der Mais. Wir hatten früher mal so Inka-Mais, so bunten Mais. Der war echt cool, aber man hat ja nicht unendlich Platz. Wir haben noch eigenes Saatgut vom schwarzen Zuckermais. Das haben wir letztes Jahr gewonnen. Der ist auch super. Wir haben aber noch zwei Sorten dazu gekauft. Und zwar diese beiden, einen frühen und einen späten Zuckermais. Der frühe heißt Damaun und der späte heißt Tramund. Weiter geht's in der Abteilung Gewürze. Hier seht ihr Kümmel. Wenn ihr unsere Brotvideos gesehen habt, dann werdet ihr festgestellt haben, dass wir immer Kümmel, Koriander und Fenchel als Gewürze mit reingeben, weil uns das super schmeckt. Fenchel haben wir schon im eigenen Anbau, Teefenchel, Koriandersamen haben wir auch unten. Was uns also gefehlt hat, ist Kümmel. Dann kommt noch dazu Schwarzkümmel, den werden wir auch versuchen anzubauen. Und wie immer ist dabei Basilikum, der grüne, großblättrige. Wenn man den im Supermarkt kauft, ja, Nuri. Wenn man den im Supermarkt kauft, dann sind die immer nur für so ein paar Wochen gezüchtet, überleben. Aber wenn man die selber anbaut und das richtig macht, dann hat man da richtig lange Freude dran. Und der rote Basilikum darf natürlich auch nicht fehlen. Ja, Nuri. Und dann kommen wir zu Paprika. Wir hatten letztes Jahr die Sorte Frühzauber, die hat bei uns nicht so gut geklappt, sind wir also nicht so begeistert. Wovon wir aber begeistert sind, ist die Sweet Banana. Die kann man ja auch grün essen, die hat sich bei uns bewährt. Reiche Ernte, war richtig gut. Jetzt neu dazu kommt die Paprika Pantos. Die sieht so aus, soll dickfleischig sein. Ich bin mal gespannt.
Bei den Tomaten werden wir auch altbewährte Sorten von uns anbauen. Wir haben aber ein bisschen neues Saatgut dazu bekommen. Da sind die Planungen noch nicht so ganz abgeschlossen, was jetzt im Endeffekt angebaut wird. Bei der Physalis ist es so, unsere Sorte fliegt raus. Wir haben noch eine andere da, die wir jetzt neu ausprobieren werden. Und eine zweite, und zwar die Schönbrunner Gold. Die wird auch angebaut. Bin mal gespannt, wie die so wird. Bei den Auberginen hatten wir letztes Jahr unter anderem noch ein F1 Saatgut dabei aus alten Beständen. Das kommt uns natürlich nicht mehr ins Haus. Deswegen bleiben wir bei Samen-Echten. Und die hier heißt Zora, Aubergine Zora. Was wir jetzt zum Schluss noch haben, sind Sonnenblumen. Und zwar haben wir die Zwerg-Sonnenblume Sunspot und die mehrblütige Helianthus La Torre. Wir haben vor, die so stufenmäßig aufzubauen, also vorne die zwergigen und hinten die größeren, um da ein schöneres Blickfeld zu haben. Mal gucken, wie das klappt. Insgesamt finde ich, sollten Blüten und Blumen im Garten auf jeden Fall nicht fehlen, auch verteilt über die verschiedenen Jahreszeiten, weil sie sind das Futter der Bienen und wir brauchen die Bienen auf jeden Fall. Daher ein wichtiges Thema. Vielleicht wisst ihr da mehr? Lasst uns Infos da. Letztes Jahr war jemand so lieb und hat in die Kommentare einige gute Quellen für Bio-Saatgut aufgeschrieben. Die übernehme ich jetzt mal und packe ich in die Infobox. Vielleicht habt ihr aber noch andere Quellen, dann lasst sie uns wissen. Was sind eure Saatguttrends für 2016? Auch das wird uns interessieren. Habt ihr vielleicht noch totale Experimente oder spezielle Sachen? Das wäre echt total spannend. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und ihr seid beim nächsten Video wieder dabei. Also frohes Samen aussuchen und frohes Pflanzen. Tschüss!